wieder was Leckeres aus meiner Küche. Und zwar machen wir heute, ich hoffe doch, was Gesundes. Und wir brauchen dafür viel, viel Gemüse. Und ich werde heute den Nicer Dicer benutzen. Und dann kann ich euch ja gleich mal zeigen, wie der funktioniert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sich den schon einige nachgekauft haben. Ich will auch wirklich keine Werbung machen. Es ist einfach nur eine Empfehlung, weil es wirklich ratzfatz geht. Und ich habe jetzt hier einfach mal so 1,5 Paprika genommen. Und die werde ich jetzt mal hier in den Nicer Dicer geben, weil ich möchte am Ende alle Stückchen sozusagen gleich aussehen. Und dafür habe ich jetzt diesen Aufsatz hier drin. So habe ich das jetzt. Und dann gebt ihr die Paprika da rein. Ich mache das immer auf dieser Seite, weil ich denke einfach, dass das die Schneide dann besser hat zu schneiden. Nee, falsch. Andersrum. So. Ja. Dann drückt ihr das einmal runter und dann sollte die Paprika so aussehen. So, und das mache ich jetzt so circa mit 1,5 Paprika. Weil wenn ich das Ganze jetzt mit der Hand schneiden würde, es würde viel zu lange dauern und da ich ja noch anderes Gemüse habe, ist das ganz gut. Okay, da soll mir mal einer sagen, das funktioniert nicht mit dem Nicer Dicer. Ich hatte, glaube ich, mal einen Test gesehen auf irgendeinem Fernsehsender und da haben die das Ding voll schlecht dargestellt. Da bin ich ja fast ausgeflippt. Ne, nee, sowas mag ich nicht. So, dann habe ich jetzt hier noch eine Aubergine und mit der machen wir eigentlich genau das Gleiche. Ich habe die vorher natürlich schon gewaschen und ihr schneidet die einfach in so kleine Scheiben. Auch nicht das Gemüse nehmen, was ich jetzt hier habe, aber das hatte ich jetzt gerade da, deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen zusammengewürfelt. So. Und da macht ihr genau dasselbe. Einmal die Scheibe rein. Schauen wir uns auch das nochmal an. Perfekt. Und als letztes haben wir hier noch eine Zucchini. Und genau dasselbe machen wir auch mit der Zucchini. Ja, voilà. Das ist unser Gemüse. Das ist übrigens für 2 Portionen. Ja, ihr werdet es kaum glauben. Und ja, das können wir jetzt hier drinnen lassen. Stellen wir jetzt beiseite. Dann habe ich jetzt hier noch ein paar Tomaten. Ich liebe Tomaten und die sind sehr, sehr gesund. Ich möchte noch mal kurz was dazu sagen. Es ist so, wenn ihr Gemüse seht, vieles erinnert so an Körperteile. Ich finde bei der Tomate, wenn man sich die Tomate von innen anguckt, die Tomate hat 2 Kammern und ist rot und ich finde, sie sieht aus wie ein Herz. Und Leute, Tomaten sind gut für das Herz. Ich finde, so kann man sich das immer merken. Oder zum Beispiel, wenn wir Walnüsse haben. Walnüsse sehen aus wie ein Gehirn und die sind halt sehr, sehr gut fürs Gehirn. Oder wenn wir jetzt eine Orange haben oder eine Grapefruit, wonach sieht die aus und wofür ist sie gut? Und die schneide ich jetzt einfach mal so in kleine Stücke. So, ich schneide jetzt mal ein paar davon. So, dann habe ich mir jetzt hier einen Topf aufgesetzt und dort gebe ich jetzt ganz schnell ein bisschen Olivenöl rein. Ich habe hier so Olivenöl, wo ich einfach Thymian reingemacht habe. Ich finde, das gibt dem Ganzen immer noch so ein bisschen Geschmack. So, und wenn das gut warm ist, ich gebe immer so ein Stück schon mal rein. Und dann gucke ich immer, wie lange oder ob das Öl schon heiß ist. Und wenn ich merke, okay, das Öl ist heiß, dann gebe ich immer den Rest mit rein. Und zwar brauchen wir jetzt dafür noch ein bisschen Rinderhack. Ich habe hier fettarmen Rinderhack. Ihr könnt auch noch fettärmeren nehmen, dann hättet ihr Tartar. Und das geben wir jetzt hier mit rein. Ich glaube, so könnt ihr das besser erkennen. Und dieses Teil, was ich mir mal bei Tupper gekauft habe, das ist so genial. Weil ich kann damit so gut umrühren und ich kann auch damit das rausnehmen. Und es ist halt hitzebeständig bis 180 Grad. Also das, wenn ihr noch nicht solche Teile habt, dann könnt ihr das getrost kauft, überprüft von Ebru und das ist echt super. Und hier könnt ihr auch die Hitze ein bisschen runterstellen, weil nicht, dass es alles anbrennt. Und es kann halt sein, dass es am Anfang ein bisschen am Topf kleben bleibt, aber das Hack verliert dann noch ein bisschen Wasser und dann geht das auch wieder. Und das Ganze bratet ihr jetzt so ein bisschen krümelig an. So, ich denke, dass das jetzt schon ganz gut ist. Dann habe ich hier vorhin noch ein paar Zwiebeln geschnitten, die gebe ich jetzt hier auch mit rein. Und ich finde, nichts geht über Knoblauch, deswegen presse ich jetzt hier auch noch mal eine Zehe hinein. Sieht das nicht toll aus? Die Farben von dem Gemüse, toll. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Olivenöl mit rein. Und das Ganze lassen wir jetzt auch noch mal 3 Minuten mit anbraten. Und natürlich kommen da auch noch Gewürze rein. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Salz. Bisschen mehr, weil unser Salz ist ein bisschen schwächer als eurer. Pfeffer, dann habe ich hier auch noch ein bisschen Pfeffer, so einen aus der Mühle, finde ich immer besser. Ich finde der Geschmack von diesen Körnern, die da drin sind, den habe ich mir hier mal aus Deutschland gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe.
Aber der ist auch bio und der ist sehr, sehr gut. Und da gebe ich noch ganz wenig Oregano mit rein. Bei den Gewürzen könnt ihr nehmen, was ihr wollt. So, und als nächstes gebe ich hier noch einen Esslöffel Tomatenmark mit hinein. Das ist jetzt hier auch mein Rest. Und das könnt ihr auch mitbraten. Und wenn das Ganze ein bisschen eingeweicht ist, gebe ich jetzt den Rest der Tomaten noch mit hinzu. Auch ein bisschen Wasser, weil das soll ja auch eine Soße werden. Und zwar nehme ich da circa ein Glas. Das Ganze lassen wir jetzt einmal aufkochen und dann 15 Minuten so vor sich hin köcheln. Weil in der Zwischenzeit machen wir jetzt unsere Nudeln. Ich nehme jetzt hier einfach Vollkornnudeln, weil ich einfach länger satt gehalten werden möchte. Man hat sich langsam auch schon an diese Vollkornsachen gewöhnt. Ja, ich denke einfach, es ist gesund und ja. So, ich denke, eine halbe Packung reicht für zwei. Die Nudeln sollten um die 10 Minuten dauern und dann ist das Gericht auch schon fertig. So, und jetzt kommt da noch eine ordentliche Portion von dem Gemüse drauf. Dann könnt ihr das Ganze vielleicht noch ein bisschen salzen. Ich habe hier noch ein bisschen mehr Salz. So, und zu allerletzt gebe ich jetzt hier noch ein bisschen Parmesan drauf. Das ist natürlich optional, aber ich finde, das sieht dann immer sehr, sehr gut aus. So, wir wünschen wieder einen guten Appetit. Piep, piep, piep. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr es nachmacht. Und dann hoffe ich, konnte euch eine kleine Anregung geben. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, was koche ich denn heute? Tschüss. I wanna make us some food now. 'Cause that's the thing that you do now. When you're ready to...